was wir gerne machen in unserer Freizeit. Ja, genau. So, genau das sind die Aussagen, die wir hier brauchen. Du kannst ruhig auch noch ein bisschen aggressiver sein, die tu dir keinen Zahn. Tu dir keinen Zwang an. Die Horde hat im Brennerdein eine Menge Blut vergossen. Es wird trotzdem Zeit, dass noch mehr vergossen wird. Der Geruch von Blut lässt die Raubtiere in diesen Hügeln durchdrehen. Wir nutzen es bei der Jagd, um Tiere anzulocken. Die Truppen der Horde haben Höhlen oben in den Hügeln besetzt. Werft diese Geruchsfiolen in die Höhlen, in denen die Truppenkommandanten ihre Angriffe koordinieren. Der Geruch sollte sämtliche Raubtiere des Hügels zu ihnen locken. Ja! Ja, riecht nach Ärger. Ja, definitiv. Es riecht gleich nach euch für Ärger. Mit der Horde kommen wir zurecht, aber heute haben wir durch die Gruppe Meucheklingen der Verlassenen zwei Leute verloren. Wir hatten Probleme, sie zu verfolgen, daher könnten wir eure Hilfe gut gebrauchen. Es sind verstohlene, gefährliche Kämpfer, also zeigt keine Gnade. Ja, Schurkenjagen ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Dinge, die ich tue. Dafür sind wir gut ausgebildet, wir sind ja schließlich selbst einer. Hauptsache gut bewaffnet. Das ist jetzt unser neues Zuhause und wir werden kämpfen, um es zu behalten. Wir sind vielleicht nicht viele, aber wir werden uns bis an die Zähne bewaffnen. Sammelt für unsere Rebellion jede Axt, jedes Schwert, jeden Speer, jede Armbrust und jede Schusswaffe ein, die ihr finden könnt. Gut. Alter, die labert viel, die gefällt mir. Die tauntet die Orks bis zum bitteren Ende, das finde ich eigentlich ganz cool. Was haben wir hier? Was steht da denn über die? Auf Anforderung der Sturmwacht findet und tötet die Spionin Yasel Gun. Diese fremde Agentin versteckt sich in unserem Land und hat terroristische Angriffe auf die Bewohner des Sturmsangstals zu verantworten. Die Person, die ihre Existenz beendet, verdient sich eine gebührende Belohnung. Ja, Azerith. Definitiv scheint ihr hier wirklich eine sehr tolle Belohnung zu sein. Immer Azerith, Azerith, Azerith. Alter, der ist ja richtig aggressiv auf die Horde. So eine könnten wir definitiv in unseren Reihen gebrauchen. So eine können wir gebrauchen, die ganze Zeit die Leute tauntet und die ganze Zeit auf die Horde scheißt. Mit Worten natürlich, mit Worten. Nicht wortwörtlich, aber mit Worten. Okay, wir müssen jetzt Waffen sammeln, wir müssen die Höhlen verpesten und wir sollen nochmal deren Kommandanten töten. Auch schön. So, wir kriegen die Waffen außerdem auch von denen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt die ganze Zeit hier Waffen sammeln und wir müssen die Spione ausschalten. Wir sind schließlich ein Schurke. Und was kann ein Schurke gut? Andere Schurken aufspüren. Genau. Genau. Irgendwo hier habe ich gerade schon eine gesehen. Ja, ich habe es doch gesagt. So, Kollegen. Ich zeige euch mal, was Menschenschurken drauf haben. Ne, ihr habt mal... Zu eurer Lebzeiten wart ihr vielleicht eine Elite der Eliten. Aber eure Zeit ist abgelaufen. Schätzchen, eure Zeit ist abgelaufen. Oh ja, hier liegen aber sehr viele Waffen. Ich brauche dafür gar nicht wirklich mal die Horde zu töten. Hier liegen schon genug Sachen rum. Warte mal, hier habe ich noch eine Quest. Eine Kanone. Ja, einfach so eine Kanone liegt hier einfach nur so rum. Ja, schön, gut, nehme ich mal mit, ne? Was? Du wirst mich jetzt nicht zwischen mich und meiner Kanone stellen. Niemand stellt sich zwischen mir und meinen Kanonen. Der Letzte, der es getan hat, ist über die Planke gegangen. Diese Kanone ist noch im guten Zustand. Eine Menge Feuerkraft, um die Horde aufzuhalten. Bringt sie zu Lefke Martinek. Die Kanone wird ihr bei der Verteidigung der Hütte der Eckhart sicher helfen. Ist es die, die ganze Zeit tauntet? Oh, das wäre auf jeden Fall geil. Die würde sich wirklich über dieses Geschenk freuen. Ah, super. Wir können sogar ein bisschen sprinten. Das macht das Ganze noch ein bisschen schneller. Wenn wir jetzt noch Schattenschritt benutzen, sind wir sogar verdammt schnell. Dann sind wir wirklich verdammt schnell. Ah, außer Reichweite, komm. Ja, und auf andere können wir das leider nicht einsetzen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja auch nicht so schlimm. Bringen wir das Ding zum Zielhafen und dann habt ihr eine schöne Pferdekanone. Na, das ist die Feuerkraft, die wir brauchen. Habe ich mir schon gedacht. Ergötzt euch daran, ne? Viel Spaß damit. Ballert mal die Horde mit den Kanonen weg. Und, ja, klatsch mal ein paar auf meinen Nacken noch um. So, die Verlassene... Die hat noch nicht mal Bock, sich unsichtbar zu machen. Ja, ich so nach dem Motto, ja, wir sind die Player, wir werden euch alle fertig machen. Bin ich mal gespannt. Außer Schattenschritt hast du nicht viel drauf, wie ich aktuell bemerken kann. Das ist der Grund, warum sie sterben werden. Das ist der Grund, wieso sie sterben wird. Gut. Was ist hier? Ein Amulett, das wir nicht brauchen. Und, ich muss auch mal anfangen, die Höhlen zu suchen. Da sind die Höhlen. Sie ist richtig weit vorne unterwegs. Das heißt, wenn wir zu der kommen wollen, müssen wir erstmal ein ganzes Stückchen gehen. Oh, das ist ja ab und zu mal nervig. Ey, wenn die Schattenschritt machen, mache ich auch mal Schattenschritt. Schattenschritt auf Schattenschritt. Ach, das werden sie niemals kommen sehen, Alter. Das werden sie niemals kommen sehen. Diese Kombi-Eyes.
Diese Kombis, wir Menschen sind unberechenbar. Wir Menschen sind unberechenbar. Wir haben wenigstens noch Emotionen. Oder irgendwas noch davon ist in uns übrig geblieben, bei den einigen von uns. So, einfach mal fieser Trick rein, dann kann sie sich überhaupt nicht mehr schatten, schritten. Ha! Ja, Déjà-vu, meine Kleine, Déjà-vu. Denk ja nicht, dass du hier die Einzige bist, die solche coolen Tricks drauf hat. Ach ja, schön. Ich bin, ich hatte es schon mal in den letzten Folgen erwähnt und ich erwähne es gerne nochmal. Ich freue mich sehr, dass die Horde hier einen großen Teil zu der Story beiträgt. Gerade im Sturm St. Tai. Ich bin mal gespannt, wie es dann auf der Horde-Seite sein wird. Ob die Allianz da bei denen auch in gewissen Gebieten eindringen. Ob sie da genauso aggressiv sind wie die Horde hier. Sprich, dass wir auch irgendwie irgendwelche, ja, sagen wir mal, Häuser niederbrennen oder irgendwelche unschuldigen Leute, Zivilisten töten. Würde mich mal echt interessieren, ob wir da auch so niederträchtig sind wie die oder ob wir es eigentlich nur so diplomatische Art und Weise an den Tag legen. Sprich, dass wir einfach neuen Außenposten aufgebaut haben und einfach nur Spionage betreiben und die Horde so, nee, die haben da einen Außenposten und die spionieren uns, das gefällt uns ganz und gar nicht. Ja, die müsst ihr jetzt töten. Also nach dem Motto, Allianz hat nichts gemacht, außer nur ein bisschen so ausgekundschaft, ja, ihr müsst die trotzdem töten. Könnt ja sein, könnte ja alles ja möglich sein. Wir wissen es nicht. Wir werden es aber irgendwann, wie gesagt, herausfinden, sobald wir mit unserer Paladinin mal auch die Horde-Seite bequesten werden. Aber das wird noch eine Weile dauern. Wir müssen erstmal mit unseren Schurken vorankommen. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja alles mitnehmen, was es zum Mitnehmen gibt. Sprich Dungeons, Quests, Raids muss ich überlegen. Je nachdem, wie das performance-technisch stemmbar sein wird, ob das so zu sehr ruckeln wird oder nicht. Wäre auch unschön, wenn man in einen Raid reingeht, wo es jede 5 Sekunden ruckelt. Sagen wir mal so, sowas möchte niemand sehen. Seien wir mal ehrlich, sowas möchte niemand sehen. Selbst wenn ich es mache, selbst vielleicht wenn Leute es mir gerne zuschauen. Aber ich glaube nicht, dass es Leute gerne schauen würden, wenn es jede 5 Sekunden ruckelt. Ich würde jetzt erstmal herausfinden wollen, wo ist diese verdammte Höhle? Wo ist die Höhle? Irgendwo muss ja eine Höhle sein. Das kann mir keine Sau sagen, dass hier keine Höhle ist. Es wäre zum ersten Mal was ganz Neues, wenn mal sich herausstellt, dass Questgeber dich irgendwie richtig verarschen und sagen, da ist keine Höhle, wir haben dich einfach nur aufs Korn gelegt. Reib mal hier so ein bisschen rum wie so ein Behinderter. Glaube ich mal nicht. Kommt selten vor, dass mal solche Leute solche Scheiße abziehen. Ah, jetzt sind wir da. Das sieht doch gut aus, ein Ork-Peon, der einfach nur so im Kreis rumläuft. Ja, trampel eure ganze Vorräte nieder, das könnt ihr ganz gut. Ihr Trampeltiere. Du kleiner Dumbo. Und tschüss. So, Kumpel. Komm mal raus. Ja, schön. Ja, attackieren. Sehr gut, Alter. Ja, da hast du nichts mehr zu lachen. Tja, Tauren. Dafür, dass ihr euch die ganze Zeit hier so sagt, Mutter Natur, wirst du gerade von deiner eigenen Mutter Natur gerade ziemlich hart fertig gemacht, mein Freund. Okay, ich helfe noch ein bisschen mit, aber Mutter Natur hilft dir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mit. Ich bleibe stark auch im Tod. Ja, okay, kannst du ja gerne machen, ne? Im Tod bist du mir sowieso keine Hilfe mehr. Und unter den Lebenden hilfst du erst recht niemanden mehr. Gut, damit haben wir einen ausgeschaltet. Mutter Natur hat sich mal wieder hier gerecht. Wo ist hier jetzt der Ra-Mob? Irgendwo hier. Da gehen wir auf jeden Fall noch hin. Wenn wir hier schon gerade so in der Nähe sind. Was ist das denn? Schwester Weil? Sind das zwei? Ah nein, sie ist tot. Taya der Gezeitenheuler. Das Modell sieht aber ziemlich cool aus. Ich meine so mit... Hat er innerlich irgendwas in sich drin? Nein, ne? Es ist einfach nur... Doch. Irgendwas ist da drin, ne? So ein bisschen so... Ja, was ist das? Eine Leere? Ich glaube nicht, dass man das Ding zähmen kann. Es ist ein Untoter. Okay, kann man definitiv nicht zähmen. Wäre auf jeden Fall witzig, wenn es auf jeden Fall, ein Wildtier ist. Dann wäre das auf jeden Fall einer so der Dinger, die man vielleicht zähmen könnte, wenn man Interesse daran hat. Ja, das kommt davon, wenn man mit Hunden experimentiert. Kleine Schwester, weil ich glaube, da hast du ein bisschen Scheiße gebaut. Hättest du mal vielleicht nicht solche Kacke gebaut. Wärst du vielleicht noch am Leben. Oh, warte mal. Das Ding ist definitiv besser als unseres. Ja, um einiges. Ich würde mal aber gerne wissen, was das für ein Boni hat. Warte mal. Das Messer drehen hat doch unser auch. Ja, gut. Ah ja, geil. Wir können es einfach direkt 1:1 nachbauen. Wir bauen es auch 1:1 direkt nach.
Ja, definitiv. 1 zu 1 nachbauen. Passt schon so. Und so. Damit hat das auf jeden Fall deutlich mehr Wert. Ja, schön. Ziehen wir an. Eine neue schöne Farbe für unsere Weste. Freut sich auch mal unsere Weste, dass wir auch mal. Sieht das anders aus? Ja, es hat sogar eine andere Farbe. Cool. Und da sagt mir einer, ist wie gesagt, Ramops töten scheint sich wirklich auszuzahlen. Ab und zu mal droppen sie Azerit-Rüstung. Und wenn du Glück hast und gerade in den richtigen Level bist, droppen sie sogar in einer guten Gegenstandsqualität. Ich meine, das ist jetzt so die Gegenstandsqualität, die wir jetzt hier aus der Quest bekommen würden. Ich glaube, da skaliert das nicht. Ich glaube, das bleibt jetzt die ganze Zeit 295. Aber 295, denke ich mal, ist eine sehr gute Gegenstandsstufe für Azerit. Warte mal, kann man da auch reinschauen, was es da für Azerit-Traits gibt? Ja, kann man auch gucken. Geil, dass sie das so alles schön smooth eingefügt haben, finde ich ja nice. War zum Beispiel bei, ach, die sind schon, der ist schon tot. Ja, okay, den Dreck wegräumen bin ich eigentlich nicht so der Fan von, aber naja, dann stören sie halt gleich nicht, wenn der wieder respawnt. Dann warten wir mal, dann warten wir mal. Wir sind ein geduldiger Mann, wir haben Zeit und die Respawn-Zeit, denke ich mal, ist auch nicht allzu hoch. So, und dann, ja, direkt weiter im Norden, das heißt, wenn wir hier außen rumgehen würden oder über die Berge, finden wir dann auch noch Yasselgun. Interessanter Name, definitiv. Ich würde sagen, wir warten einfach mal kurz und sehen uns gleich wieder, wenn der Typ Definitiv hier nicht lange respawnt. gedauert, dass ihr respawnt. So, Kollege, hier. Mutter Natur, Mutter Natur. Der Taure hatte schon an eigenen Leib, oh, von seinen eigenen Wölfchen getötet zu werden. Benutzen die das nicht meistens immer als Reittiere? Es ist sehr traurig, von seinen eigenen Reittieren getötet zu werden. Ne? Es ist nicht gerade ein Abgang, den sich ein Orkmensch fühlt. Ne? Die lieben es ja, mit Ehre abzugehen. Aber von den Wölfen gefressen zu werden, ich weiß jetzt nicht, ob das so großartig was mit Ehre zu tun hat oder ein ehrenhafter Tod ist. Ja, meine Familie wird mich rächen. Denke ich mal nicht. Ich werde mir den Namen Axtfall mal merken, aber ich denke mal nicht, dass ich überhaupt noch irgendjemand rächen möchte. Gut, gehen wir zu der Kollegin Stufe 3. Ich bin mal gespannt. Also am Anfang war es ja noch super pipi einfach, die platt zu machen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie das jetzt mal aussehen wird, gegen Leute anzutreten mit einer Stufe von 117. Ich meine, den letzten Elite-Mob, den wir töten mussten, war mit der Stufe. Welche Stufe hatten wir denn da? Ich glaube 114, 115? Aber die hat ja noch nicht. Die hat ja fast so viel Leben wie ein Ramob. Ja, sorry, Schnuckelchen. Also das ist auf jeden Fall zu billig. Das ist dann nicht so gut. Okay, das erklärt dann, warum sie hier nur so wenig Leben hat. Das kompensiert sie einfach mal mit drei Gefolgsleuten. Aber wir haben hier definitiv noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Definitiv hier Unterstützung. Das schaffst du nicht. Also komm. Komm. Also kannst mich hier mit deinen komischen Lava-Eruptionen und so beballern, aber Schamanen im PvP haben mich auch nicht wirklich so großartig interessiert. Die haben immer so schön meinen Rücken gekratzt, weißt du, immer so da, wo es richtig verknackst war, haben sie den Knacks wieder hingebogen. Oh, sie stirbt gleich. Dann wollen wir mal hier aushelfen, ne? Sie hat uns schließlich auch geholfen, da wollen wir mal nicht so sein. Gut, war schön. Aber man hat es gesehen, mit 120 hat sie gestruggelt gegen diese hier. Ich glaube, ich hatte den Elite-Mob auf mich gezogen und sie hatte die drei normalen Gegner auf sich. Und man sieht das schon, das hätte definitiv für uns anders ausgehen können. Gott sei Dank hatten wir da die Hilfe, die wir gebraucht haben. Also es wird schon kritischer. Ich glaube, das ist nicht das Leben, was ein Elite-Mob so hat, wenn man die Quest annimmt. Ich denke mal, das war nur so wenig aus dem Grund, weil sie sich einfach nochmal drei normale Leute aus dem Hut zaubert. Das hätte sonst ziemlich schwierig für uns ausgesehen. Das hätte nicht gut ausgesehen. Das sah echt nach problematischer Angelegenheit aus. Aber gut, dass wir da hier einen Schattenpriester, glaube ich, war das, bei uns hatten. Dann wollen wir mal zurückgehen und ein bisschen was abgeben. Ah ja, genau. Feuerkraft, das hatten wir schon geklärt. So, erstmal Yossingold. Oh, und wieder etwas weniger Horde im Sturmsang. Definitiv. Weniger Horde, freut man sich. Und wir sind jetzt wohlwollend. Sehr schön. Hauptsache gut bewaffnet. Das ist ein guter Anfang, ja, denke ich mal auch. Und was für eine unerwartete Überraschung. Ja, die Kanone freut sich auch über euren Besuch. Solange ihr hier seid, werden sie es nicht nochmal versuchen. Ja, aber was ist, wenn ich dann gehe? Du hast dir gerade die Frage selbst beantwortet. Eure Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich glaube nicht, dass einer von uns diese Meuchelklinge so leicht hätte ausschalten können. Naja, wenn jemand weiß, wie man Schurken tötet, sind das andere Schurken.
Oder Dämonenjäger, die können's auch. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, wir sollen noch mit jemandem weiterreden. So schlimm die Lage auch hier sein mag, wir haben noch die Oberhand. An der Lichtkuppel sieht es weitaus übler aus. Sie sind in den Hauptangriff näher und brauchen alle Hilfe, die sie bekommen können. Macht euch auf den Weg dorthin und schaut, ob ihr helfen könnt. So, was ist das? Nachladen. Derek landet fast nur Volltreffer, aber die Horde ist zahlenmäßig hoffnungslos überlegen. Wir brauchen schleunigst mehr Munition. Nehmt diese Notiz und bringt sie Onkel Leo in der Totenschwemme. Er wird uns helfen können. Jo, definitiv. Aber wobei, das ist eigentlich, passt das eigentlich. In unserem Plan passt das eigentlich ziemlich gut. Schließlich haben wir sowieso gesagt, dass wir diese ganze Reihe hier bequesten müssen. Und da trifft es eigentlich gut, dass die ganzen Ansprechquests meistens auch in dieser Reihe stattfinden. Vor allen Dingen, wir haben auch nur einen Geschichtsstrang abgeschlossen und das ist eigentlich eher weit unten. Schatz der Totenschwemme, also in der Totenschwemme und sie kommen aus den Tiefen und Teufelskreis, fehlt uns noch also drei Kapitel und dann sind wir soweit durch. Oh, 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 oh. Ich reite hier fröhlich vor mich hin, während hier... Oh, komm. Ach, Horde abschauen, müssen immer hier die Sachen klauen. Das gibt's doch nicht.